Also jetzt zu uns selber hatte ich jetzt nicht die Erwartung, dass wir eine Überfliegertruppe werden. Also ich hatte ja nie so wirklich das Gefühl, dass wir halt eben zu Recht unten drin stehen. Katastrophe. Da klappte ja gar nichts. Ja, ein beschissener Saisonstart. Ich habe mich echt geschämt, das muss ich ganz klar sagen. Also ich erwarte den starken Gegner mit Wut im Bauch, der zeigen will, was in ihm steckt. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt so weiterspielen, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ja. Die Weihnachtsfeier 2021. Die Stimmung ist gut. Erleichterung beim Team. Mit 18 Punkten und einer Serie von 6 Spielen ohne Niederlage in Folge steht IF Stjernen Flensburg in der Landesliga Schleswig auf einem guten 6. Platz. Trainingsauftakt. Nach dem Corona-Jahr 2020 herrscht im Sommer Aufbruchsstimmung an der Bramstraße. Auf Malte Köster folgt Thomas Ziegenberg als Cheftrainer. Ihm zur Seite steht Marco Jansen, der zuvor Jugendtrainer bei DGF Flensburg war. Der Kader ist so gut besetzt, dass ein vorderer Tabellenplatz drin sein sollte. Ja, das Saisonziel war ja erstmal sich zu finden. Wir hatten ja 2 abgebrochene Saisons, Corona-bedingt, viele neue Spieler in der Truppe. Und dann muss das erste Saisonziel ja auch sein, Klassenerhalt möglichst frühzeitig zu sichern und dann sich neue Ziele zu setzen. Also jetzt hatte ich jetzt nicht die Erwartung, dass wir eine Überfliegertruppe werden, so auf keinen Fall. Also es gab ja auch Veränderungen, es gibt immer neue und Corona in den letzten Jahren davor haben es ja nicht ermöglicht, irgendwie eine Konstanz abzubilden. Also für mich war das weiterhin eine Findungsphase und ich wäre froh gewesen, wenn wir von Anfang an im Mittelfeld irgendwo rumgeturnt wären. Und Favoriten waren für mich die 3 Teams Rotenhof, weil sie eben ein wahnsinniges Gesamtpaket mitbringen. Saartrup mit ihren Verstärkungen und Husum traditionell. Das waren meine 3 Favoriten. Zum Saisonende verabschiedeten sich neben Trainer Köster auch Sebastian Wirth, Julian Nährenst und Benjamin Franz vom Landesligisten. Also die Abgänge von Basti Wirth, Julian Nährenst und Benny Franz haben uns schon hart getroffen, aber ich finde, wir haben das in der Saison ganz gut kompensiert. Im Gegenzug kamen 3 Neuzugänge an die Bramstraße.
Neben Haldor Kuhls und Fabian Bürger vom TSV Nordharislee fand auch Marvin Treitz den Weg zurück ins Engelsbüt-Zentré. Der Hauptgrund, warum ich zu ihr Stern zurückgegangen bin, dass bei Harislee die Herrenmannschaft quasi, also viele Leistungsträger dort vor mir gesagt haben, sie werden den Verein wechseln während der Corona-Lockdown-Zeit. Und ja, dann bin ich zu intensiven Gesprächen mit einigen Vereinen gekommen. Und Rico hat sehr intensiv mit mir gesprochen und auch telefonisch. Und danach hat mich Thomas angerufen. Und wir hatten sehr intensive und gute Gespräche, auch über die Taktik. Und ja, es hat mir sehr gefallen, die Gespräche. Und ja, ich habe mich darauf eingelassen und habe den anderen Verein quasi vorab abgesagt, ja. Oh, Marvin Treitz Rückkehr hat mich sehr, sehr gefreut. Ist einfach ein geiler Typ, liebenswerter Mensch, mit dem ich schon viel erlebt habe, besonders auch auf Malle, wo ich ihn einmal unter der Liege vergessen habe und ein paar Stunden später wieder abholen musste und er lag da immer noch. Ich freue mich sehr, fußballerisch super, passt super rein, geiler Typ und besonders eine absolute Verstärkung für die Kabine, muss man sagen. Ja, unsere drei Neuzugänge, also den Marvin Treitz, den kannte ich ja schon aus der Vergangenheit, der war ja schon mal bei Stern. Und ja, ich halte viel von ihm, er ist ein absolut stabiler Kicker, würde ich sagen. Macht Spaß mit ihm zu spielen, er gibt natürlich auch abseits vom Platz immer jede Menge Gas. Marvin, zum einen ist er ja jemand mit Stallgeruch, das ist, finde ich, schon eine wichtige Geschichte, ein Spieler mit Erfahrung. Spieler, der Verantwortung übernehmen will, ein Spieler, der gute Laune in die Mannschaft bringt. Ich war gespannt, was mich erwartet. Und ich finde, er hat voll eingeschlagen. Super Typ, super Verstärkung. Wenn er seine Form hat, absoluter Knaller und dann gehört er in die Startelf. Doch schon früh der erste Rückschlag. Neuzugang Haldor Kuhls, der als Ersatz für Julian Nerenst in der Innenverteidigung vorgesehen war, zieht sich im Training noch vor dem ersten Testspiel einen Kreuzbandriss zu. Ja, war eine lustige Geschichte bei mir. Ich bin zu Stern gewechselt im Jahr 2020 und dann habe ich es geschafft, im ersten Training mich zu verletzen. Und zwar habe ich mir einen Kreuzbandriss zugezogen im linken Knie. Ja, durch den Kopf gingen mehr Tränen, muss ich sagen. Also das war ja, wenn man sagt, es knackt und wie wenig er auftreten konnte, das war ja relativ schnell klar, dass die Verletzung böse ist, dass es lange dauern wird und bevor es überhaupt losgeht, war es für ihn eigentlich, nicht zu Ende, aber eine lange Pause steht bevor und ja. Ja, die Verletzung habe ich mir am Training zugezogen, als ich einen großen Schritt dem Ball entgegengegangen bin. Und was habe ich dabei gedacht? Ich habe eigentlich nicht viel gedacht, ich habe nur diesen Schmerz gespürt und das war irgendwie anders als alles, was ich kannte. Ich hatte schon mal einen Bänderriss im Fuß, so, aber Kreuzbandriss, das fühlte sich ganz anders an und ich konnte das irgendwie nicht zuordnen. Deswegen wusste ich direkt, irgendwas ist da komisch. Tut mir für ihn unheimlich leid und ich werde unheimlich große Freude empfinden, wenn er wieder dabei sein wird oder erstmalig dann auch im Pflichtspiel auf dem Platz steht. Haldor Kuhls. Haldor ist erstmal auch sehr ehrgeizig auf dem Platz. Das macht es schon mal sehr angenehm, mit ihm zusammenzuspielen, weil er genauso sehr gewinnen möchte wie ich zum Beispiel. Dann harmonieren wir eigentlich auch recht gut, weil wir uns halt schon länger kennen, schon zusammen gespielt haben, zusammen jetzt hierher gewechselt sind zu Stern. Und ihr könnt euch freuen auf einen Menschen, der 100% gibt, der nie zurückschreckt, der immer sich reinschmeißen wird und der auch für die Mannschaft immer da sein wird. Und das ist wirklich 1A, da kann man sich auf sehr viel freuen, was Haldor da in die Mannschaft mitbringen kann. Oh, es läuft gut bei mir. Es ist natürlich langwierig alles. Es dauert lange. Ich habe immer noch kaum Muskeln in meinem linken Bein. Das hängt alles so schlaff runter. Aber es wird langsam in kleinen Schritten und es geht voran. Ich freue mich. Er ist menschlich, passt er hier rein, das weiß ich. Und da freue ich mich riesig drauf, einfach ihn auch sportlich hier auf dem Platz zu sehen. Und ich hoffe, er fängt nicht zu früh an. Und ich wünsche mir einfach, dass er dann gesund bleibt. Und er wird von alleine, umso mehr er spielt, umso mehr Einsatzminuten er kriegt, einfach sehr gute Leistung zeigen und uns bereichern auf dem Feld auf jeden Fall. Ja, ich bin ja nicht alleine gewechselt zu Stern, sondern ich bin ja mit Fabi und auch mit Treitz gekommen. Und besonders bei Fabi war mir das auch wichtig, weil wir auch schon lange zusammenspielen, dass wir zusammen wechseln. Und ja, Fabi zeichnet viele Sachen aus und vor allem ist er ziemlich laut auf dem Platz. Und ich denke, das kann auch dieser Mannschaft ziemlich gut helfen,
dass wir ein Sprachrohr haben auf dem Feld. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Also ich habe mich super aufgenommen gefühlt. Die Mannschaft macht es einem auch sehr leicht, sich zu integrieren und seinen Platz zu finden. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung, dass ich gewechselt bin. Einmal aus sportlicher Sicht, weil die Mannschaft einfach qualitativ besser ist als die vorherige Mannschaft, in der ich gespielt habe. Was mich persönlich dazu auch bringt, einfach noch mehr Gas zu geben, um mich selbst noch mehr zu pushen im Training, um dann halt auch spielen zu dürfen am Wochenende. Und ja, rundum einfach ein super Gesamtpaket mit dem Staff drumherum, mit den Betreuern, mit dem Trainerteam, mit Haus Clara, sowas habe ich auch noch nie erlebt, was die da ehrenamtlich alles für uns machen, das ist unglaublich. Und rundum fühle ich mich wirklich sehr gut aufgehoben und hoffe, dass noch weitere Jahre folgen werden. Ja, die Vorbereitung an sich, also das Training an sich war super. Die Jungs haben alle gut mitgezogen. Was nicht so gut war, waren natürlich die ganzen Testspiele. Da kann ich nur ein Spiel hervorheben, das war gegen 08. Da haben wir es ganz gut verkauft. Alle anderen Spiele, die wir hier absolviert haben, waren eher katastrophal, würde ich mal sagen. Die Vorbereitung zur neuen Saison 21-22 verlief meiner Meinung nach eher schwierig. Die Ergebnisse waren nicht gut, die Spiele waren vor allen Dingen nicht gut. Die Ergebnisse sind eigentlich immer zweitrangig, aber die Spiele an sich haben mir auch nicht gut gefallen, weil wir einfach nicht zueinander gefunden haben. Das beste Spiel war gegen Weiche 2, da haben wir hier zu Hause ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja, und ich glaube, so war nachher auch der Saisonstart, das ging so ein bisschen einüber. Der Start war sehr schlecht, die Vorbereitung lief nicht optimal mit vielen Verletzten, schlechten Ergebnissen. Ja, die Vorbereitung hat ja eigentlich genau das nochmal unterstrichen, was ich gerade gesagt habe. Dadurch resultiert ja eigentlich so meine Vorstellung, wie wir in die Saison kommen. Die Konstanz war einfach noch gar nicht da. So, das konnte man ganz klar sehen. Dafür war das ganze Ding zu fragil und zu wackelig und nur von einzelnen Personen abhängig. Ne? Statt von der Geschlossenheit gegenüber anderen Truppen. So. Saisonauftakt. Mit der SG Geest 05 ist ein vermeidbarer, leichter Gegner zu Gast im Enkelspiezentrum. Nach einem frühen Rückstand berappelt sich die Mannschaft. Drei der insgesamt vier Traumtore bereitet Yannick Karg vor. Also erstmal das mit den drei Vorlagen, das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst. Das habe ich erst dann irgendwie später ein bisschen realisiert, eigentlich auch nach dem Spiel. Und da war es natürlich, konnte ich mich darüber gar nicht mehr richtig freuen, weil das Ergebnis das hier natürlich direkt wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Letztendlich war es trotzdem schön, irgendwie drei Tore vorlegen zu können, aber mit dem Ergebnis und vor allem mit dem Umstand, dass wir das Spiel noch aus den Händen gegeben haben in den letzten Minuten, hat mich das letztendlich auch irgendwie nicht erfüllen können. In der 83. Minute führt IF Stjernen noch mit 4:2 und der Auftaktsieg scheint perfekt. Doch drei Minuten vor Schluss holen die Gäste tatsächlich noch einen 2-Tore-Rückstand auf und sind am Ende die moralischen Sieger. Da klappte ja gar nichts. Katastrophe. Ja, wir waren ja so klar spielbestimmt und haben eigentlich alles, das ganze Spiel im Sack gehabt nachher und haben dann zweimal katastrophal gepennt. Also gedacht habe ich dabei gar nichts. Mir fiel dazu nichts mehr ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Schlecht. Ja, das Eröffnungsspiel war natürlich geil. Voller Euphorie gewesen, die ganze Truppe. Wir haben auch uns ziemlich schlecht angestellt, fand ich, zu Anfang. Haben es dann hinten raus gut gemacht, haben wir dann noch 4-2 geführt. Wo ich dann ja auch das 4-2 gemacht habe per Kopf. War natürlich geil, war eine Flanke von Yannick oder eine Ecke von Yannick. Und das Ding nicke ich halt ein. Ja, da war die Euphorie groß, aber genauso schnell ging es ja wieder nach hinten rum, weil wir da durch Inwill-Fehler einfach zwei schlechte Gegentore kriegen und das Spiel aus der Hand geben. Ne? Das war natürlich irgendwie schon, man hat sich als Sieger gefühlt nach dem 4-2. Wir hatten ja auch im Anschluss eine Party geplant und das war einfach, hat alles gepasst. Wetter war gut, war das erste Spiel der Saison. Wir führen 4-2 nach einem wilden Spiel. Hat man sich natürlich dann schon vieles erhofft und vieles durch den Kopf gehen lassen, Positives. Schade, dass es letztendlich dann doch nicht geklappt hat.
Ja, das war natürlich ein ziemlich schwieriges Spiel. Ja, das war nach 4-2 Führung. Dann, und in der 83. machen wir das 4-2, dass dann noch der Gegner so zurückkommt und ich meine in der 87. und 89. dann irgendwie noch das 4-3 und 4-4 macht, vor allem im ersten Spiel. Und unsere Vorbereitung lief ja auch schon nicht so überragend. Das war natürlich ein herber Rückschlag für uns. Ja, man könnte jetzt ganz einfach sagen, wir haben am Ende zweimal gepennt und konzentriert gewesen. Das wäre vielleicht von außen betrachtet die einfachste Analyse, aber letztendlich fehlte mir zu Saisonbeginn diese absolute Gier, dieses absolute Feuer, diese unbedingte Wille, gewinnen zu wollen. Es waren gute Spiele, aber diese letzten 10%, die den Unterschied ausmachen zwischen gut und besonders, die haben gefehlt und dafür wurden wir auch mehrfach bestraft. Die Party bei Rune, die war, das fing ja hier an, bei Stern, war top. Aber ich habe ja, meinen Geburtstag noch mal größer gefeiert, sofern es denn möglich war zu der Zeit. Und habe natürlich auch die ganze Mannschaft eingeladen, waren auch sehr viele da. Und ich hatte so eine kleine Motto-Party gemacht mit meiner Freundin zusammen. Und in All White kam dann unsere Mannschaft angefahren mit einem kleinen Bus noch und das war echt schon, war schon cool zu sehen, uns alle da komplett in weiß. Itchy, du kannst da weiter pissen, Mann. Wie lange kann man pinkeln? Alter, der pinkelt 2 Minuten. Ey, nicht gehört, auf, dir einen runterzuholen. Achso, ja, weil ich habe mir Ärger gemacht. Ich hätte mir fast in die Hosen gepinkelt, Mann. Ich hing da, Junge, halt an. Und er hört das nicht da vorne, Junge. Ich habe da gebrüllt. Das war der Wahnsinn. Runes Feier war natürlich fast schon das Highlight der Hinrunde. Ganz besonderes Event mit seinem Geburtstag, beziehungsweise seinen eigentlich Abschied. Und mit seinem Motto All White, hat zu allen gepasst. Wir waren sofort mittendrin, sag ich mal. Alle hatten richtig Bock und nach der Fahrt war auf einmal Nitschke verloren. Die Geburtstagsparty war auf jeden Fall krass. Ich weiß nicht, ob alle sich noch an alles erinnern können, aber die Feier war auf jeden Fall gut. Hat einen guten Abend, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, das können wir auch irgendwie noch mal so wiederholen. Mal sehen, ich bin gespannt. Ist ja Asshole. Eine Woche später fährt man trotz der Punkteteilung am ersten Spieltag als Favorit zum TSV Kropp. Das Spiel aber macht Angst. Keine Kommunikation untereinander, eine hohe Fehlerquote und viele falsche Entscheidungen lassen die Flensburger mit 2-5 untergehen. Erinnerungen an die vergangenen Spielzeiten werden wach. Das Spiel beim TSV Kropp, ja, das war nicht so gut. Da haben wir 5-2 verloren. Ich glaube, wir lagen am Anfang, nach 15 Minuten lagen wir, glaube ich, schon 3-0 hinten. Und ja, das war echt niederschmetternd. Schwer zu sagen. Also wir waren allgemein in einer Phase, wo wir immer schwer ein Spiel gefunden haben, auch konzentrationsmäßig. Und haben da relativ schnell auch den Schneid abgekauft bekommen durch eigenen Fehler und wo Gegentore raus resultiert haben. Deswegen denke ich, dass da der ausschlaggebende Punkt war. Also es war echt schwer, weil wir lagen schon nach 20 Minuten so 3-0 hinten. Und ja, dann haben wir alles nach vorne geworfen, haben noch ein 4-0 bekommen. Dann sind wir nochmal mit dem Elfmeter rangekommen. Dann habe ich noch ein Tor geschossen, aber hat leider nicht mehr gereicht. Und dann haben wir noch das 5-2 bekommen. Also war nicht ein gutes Spiel von uns. In dieser Saison uns völlig berechtigt besiegt, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und ganz vielen Tugenden, die ich auch von meiner Mannschaft erwarte. Also ja, frei nach dem Motto, Scotty, beam mich weg. Also ich wusste nicht genau,
wie viel Würste ich essen soll, ob ich noch ein paar Runden um den Sportplatz drehen soll. Also ich habe selten so ein schlechtes Spiel gesehen, das muss man ganz deutlich so sagen. Das war dieser Klasse überhaupt nicht würdig. Und eigentlich habe ich mich geschämt. Ich habe mich echt geschämt, das muss ich ganz klar so sagen. Mit dem Spiel beim BSC Brunsbüttel stand der Mannschaft die längste Auswärtsfahrt bevor. Ein Ballverlust in der 27. Minute führt zur vermeidbaren 0:1 Niederlage. Der Fehlstart war perfekt. Ich glaube, wir hatten einfach Schwierigkeiten, unsere Chancen rauszuarbeiten am Anfang. Und ja, das war halt ein Problem, dann ein Tor zu schießen. Das war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel gegen Brunsbüttel, aber dann haben wir uns dann irgendwie eins gefangen und dann ging das auch in die Hose. Ah, das Spiel in Brunsbüttel, es war sehr schwer. Es war relativ früh in der Saison. Wir haben uns als Team noch nicht gefunden. Sind eigentlich mit einem guten Gefühl angereist, war eine lange Busfahrt. Busfahrten sind immer schön. Und dann haben wir, ja, erstmal das Wetter war noch sehr heiß, das weiß ich noch. Das hat das Ganze ein bisschen erschwert. Ja, mit sehr viel Motivation eigentlich gestartet. Man weiß, es ist eine große Tour, lange Fahrt. Bringt eigentlich immer Spaß, wenn man da unterwegs ist. Und dann ging es los und war eigentlich ja, eine herbe Enttäuschung, sage ich mal, schlussendlich. Und am Ende, ja, muss man leider sagen, verdient verloren. Das Hinspiel bei Brunsbüttel war natürlich ein hartes Spiel. Auch letzte Saison hat gezeigt, dass wir da auf jeden Fall sehr viel kämpfen mussten. Und das hat sich diese Saison auch wieder gezeigt. Es war ein sehr, sehr schweres Spiel. Wir sind nicht richtig reingekommen, aber ich fand, wir haben das letztendlich, hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Wir hatten gute Chancen und ja, das ist dann halt blöd gelaufen für uns. Wir wären natürlich als Sieger vom Platz gegangen, und also gerne, und hätten das Ding im Bus zelebriert und gefeiert. Ging nicht. Gab ein nüdes Bierchen, aber mehr auch nicht. Ne? Der Saisonstart verlief für mich wie die Vorbereitung, also absolut holprig und mit keinen guten Spielen von uns, also besonders fußballerisch nicht. 3 Spiele hintereinander schon nicht wirklich gepunktet, dann Brunsbüttel das Spiel auch noch verloren auswärts, wo ich sehr viele Hoffnung hatte, dass wir da halt eben anfangen zu punkten. Ja, ein beschissener Saisonstart, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Gegen die Gegner kann man auf jeden Fall mehr Punkte holen. Ja, die Rückfahrt hat natürlich, hat man in wenigen Minuten das vergessen, was auf dem Platz alles schiefgelaufen ist, alles analysiert und auch schon in den ersten Gesprächen überlegt, was kann man besser machen, wie können wir in Zukunft uns verändern. Und das hat tatsächlich dazu auch geführt, dass wir danach ja unsere Taktik auch geändert haben. Und finde ich auch, ist ein wichtiger Punkt, wenn man neben dem Sport, sag ich mal, auch mal schnell Themen findet, auch mal was abhaken kann, sich neu orientieren kann. Und genau, deswegen die Fahrt ist immer ein Highlight. Oh, das Training mit Thomas und Marco gefällt mir sehr, sehr gut. Reden beide viel, haben sehr gute Übungen, teilen sich das auch sehr gut auf. Meistens ist es ja so, dass Marco das Aufwärmprogramm übernimmt, Thomas dann die Übungen dabei vorbereitet. Das gefällt mir sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Das Training unter Thomas und Marco finde ich sehr gut. Die bieten uns viele Möglichkeiten, viele Methoden. Vielleicht kommt es auch daher, dass Thomas eine Lehrkraft ist. Des Weiteren finde ich, dass wir immer sehr gut auf unsere Spiele vorbereitet werden, intensiv trainieren. Das Trainerteam von uns, das ergänzt sich sehr gut, finde ich, zwischen Marco und Thomas. Der eine ist der Kommunikative und der andere ist der Taktikfuchs. Aber an sich, fand ich, haben die beiden auf jeden Fall gute Trainingseinheiten durchgeführt und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch als ich beim Training war. Ja, Marco muss auf jeden Fall daran arbeiten, dass man ihn mal ein bisschen besser versteht beim Training. Und sonst aber, ich finde, das Training ist abwechslungsreich, macht Spaß. Ich komme auf jeden Fall gerne und ja,
man lernt immer was dazu. Das gute Training macht sich bemerkbar. Dank Kapitän und Schlussmann Rico Nommensen bleiben gegen den MTV Tellingstedt 3 Punkte im Engelsby-Zentret und die Mannschaft kann den ersten Sieg feiern. Kevin Knietl traf dabei gleich zweimal. Der erste Sieg natürlich ziemlich wichtig und ja, die Tore war dann natürlich der eine Elfmeter, den, wie auch in der Zeitung geschrieben wurde, nicht jeder Schiri wahrscheinlich gegeben hätte. War ein Handspiel dann, das er gepfiffen hat. Also das erste war dann ein Elfer und der zweite, da haben Lüde und ich ein relativ gutes Gegenpressing dann gemacht in der gegnerischen Hälfte, wo Lüde dann auch den Ball gewonnen hat und den querlegt auf mich und aus 16, 17 Metern habe ich den Ball dann ins Tor geschossen. Oh ja, Tellingstedt, daran erinnere ich mich gerne. Auch ein gutes Spiel von uns, da haben wir richtig hübsche Tore geschossen. Dass ich natürlich am Ende so zum Helden wurde, tat mir auch mal wieder gut, um mal wieder zu zeigen, okay, ein Torwart kann auch wichtig sein. Ja, dafür bin ich da. Ich hoffe, sowas kann ich halt eben öfters noch ja, mit dem Team erreichen. Ja, weiß nicht, bin sehr zufrieden und war ein gutes Spiel von mir auf jeden Fall, ja. Ja, Rico Nommensen, das ist das ist der wichtigste Spieler hier eigentlich, wenn man das mal so sehen oder sagen darf. Ja, mit Rico ist unglaublich wichtig für die Mannschaft. Nicht nur von der Qualität her, sondern auch das ganze Drumherum, was er macht. Ich kenne Rico jetzt ja schon seit fast über 20 Jahren und daher wissen wir schon, wie der andere tickt. Es macht unglaublich viel Spaß beim Training, bei den Spielen. Privat, das ist echt ein Top-Junge, da kann ich eigentlich kein falsches, ja, nichts Schlechtes über ihn sagen. Kapitän ist derjenige, der die Mannschaft eigentlich immer bei Laune hält, der regelt auf dem Platz eigentlich so gut wie alles, aber halt auch neben dem Platz. Da kümmert er sich eigentlich immer um alle und sorgt dafür, ja, dass alle Schäfchen beisammen sind, ne? Rico ist, glaube ich, einer der wichtigsten und wenn nicht der wichtigste Bestandteil der Mannschaft. Also ich glaube, er ist der Kern, das Herz unserer Mannschaft, der alles zusammenhält und meiner Meinung nach super, super wichtig. Vorab, ich kenne ihn ja schon lange. Ich habe bei TSB mit ihm gespielt und jetzt bei Stern ist er seit Anfang mit mir hierhin gewechselt. Auf jeden Fall ist er schon sehr lange da und er ist sehr wichtig und als Führungspersönlichkeit einfach auch und als Persönlichkeit gewachsen. Und ja, ich hoffe, dass er noch lange den EF Stern erhalten bleibt und nicht unzufrieden eines Tages oder so irgendwie wechselt. Und ja, er soll einfach weitermachen, da wo er ist und sportlichen Ehrgeiz immer noch entwickeln und sich verbessern wollen, ja. Seine Persönlichkeit, sein Engagement, was er reinschmeißt in die Mannschaft. Man sieht, er lebt für Stern, er will jedes Mal, dass jeder 100% gibt. Und deswegen hat er auch die richtige Rolle, dass er uns führt. Und auch mal ein Machtwort spricht und auch mal sagt, was Sache ist, um dann die Leute auch wieder einzufangen, wenn mal was nicht so gut läuft. Ich darf auf jeden Fall nicht fehlen auf der Party von EF Stern. Aber eigentlich würde ich sagen, die ganze Truppe gehört einfach dazu. Also klar, es gibt ein paar Stimmungsmacher, die ein bisschen lauter in der Kabine sind, aber wir sind einfach so eine geile Truppe und da darf keiner fehlen. Mit dem ersten Erfolg im Rücken geht es zum Derby gegen Topfavorit TSV Nordmark Satrup mit Ex-Sternencoach Lars Meyer und ehemaligen Spielern wie Nick Falke und Noah Brieskorn. Also gegen Stern zu spielen war für mich nichts Besonderes. Ja, ich hätte es schlimmer erwartet, aber dadurch, dass da ja, kaum noch Leute sind, zu denen ich groß Kontakt habe oder die ich schon lange hatte, war das nichts Weltbewegendes. Ja, in der Vorrunde, EF Stern, das war, denke ich, für mich persönlich das größte Spiel in der Hinrunde. Bei uns in Satrup läuft es natürlich sehr gut. Daher umso schwerer natürlich gegen Stern, die zu dem Zeitpunkt natürlich noch unten standen, zu spielen. War aber wirklich schön, die Leute mal wieder zu treffen.
ich weiß nicht, es war irgendwie, ich glaube, zu viel Zeit gehabt, zu viel nachgedacht. Und wenn man ehrlich ist, waren es ja nicht nur eine Aktion, es waren ja sogar zwei, die ich da nicht verwerten konnte. Und ja, kann ich dir bis heute nicht erklären, das ist, glaube ich, irgendwie nicht richtig möglich. Trotz der bisher besten Saisonleistung geht das Spiel mit 0-2 verloren. Das Spiel gegen Satrup war sehr cool. Ich habe da meine 90 Minuten durfte ich spielen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben leider verloren, aber trotzdem die Mannschaftsleistung, wie wir gekämpft haben, das war richtig, hat richtig Spaß gemacht auf dem Platz. Gegen Satrup haben wir ein wirklich gutes Spiel gemacht. Hätten meiner Meinung nach auch mindestens 2-3 Tore machen müssen und das hätten wir auch absolut verdient gehabt. Am Ende verlieren wir 2-0, weil Satrup einfach vorne super effektiv ist. Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Also die Jungs haben da wirklich alles abgerufen. Wenn wir unsere Chancen genutzt hätten zum 1-1, glaube ich, hätte das Spiel auch noch ein bisschen kippen können. Klar hat Satrup das Spiel gemacht, das steht außer Frage und haben auch definitiv mehr Chancen gehabt. Aber das 1-1 hätte uns gut getan und dann hätten wir sie vielleicht ein bisschen zum Wankeln gebracht. Ja, in dem Spiel hat man den Fokus nicht verloren, hat sich wirklich nur aufs Spiel konzentriert, aber vor dem Spiel und nach dem Spiel war dann wieder alles gut. Also ich fand, zu dem Zeitpunkt der Saison war das Spiel gegen Satrup eins unserer besten Spiele. Auch wenn es vom Ergebnis nachher mit dem 2-0, mit der Niederlage natürlich nicht ganz optimal gelaufen ist, aber kämpferisch und von der Einstellung her war das auf jeden Fall eine Top-Leistung und Satrup ist oder war da zu dem Zeitpunkt ja auch schon ein Favorit auf den Aufstieg und da haben wir uns echt gut geschlagen auswärts. Haben uns leider nicht belohnt, aber werden wir in der Rückrunde besser machen. Beim Spiel in Satrup waren sie dann eben halt auch sehr gut und hätten sicherlich vielleicht oder hätten eigentlich auch einen Punkt verdient gehabt, aber ja, das Ding wurde eben halt unglücklich 2-0 verloren. Davor eben halt einen Sieg gehabt gegen Tellingstedt, wo keiner weiß, warum sie überhaupt gewonnen haben, ja, ohne Torschance. Aber ab dem Randrum-Spiel lief das dann ja auch ganz gut und dann haben sie auch ihre Punkte geholt. Nein, nur von einem Spiel glaube ich erstmal nicht, dass es aufwärts geht. Ein Spiel kann natürlich immer eine Initialfunke sein, aber in dem Falle ist es ja eine ganz andere, sage ich mal, Ausgangslage, wenn wir jetzt Kropp nochmal als Beispiel nehmen. So gegen Kropp wollten wir eigentlich bestimmen und sahen uns da eher in der Rolle, das Spiel an uns zu reißen. So war das zumindest der Plan. Gegen Satrup ist es erstmal klar, dass du mehr reagierst, was eine einfachere Ausgangssituation für jede Mannschaft ist. Und das gelingt einem besser und leichter, aber dadurch kannst du nicht ableiten, ob die nächsten Spiele besser werden. So. Also für mich war das noch lange nicht so, dass wir sagen, jetzt sind wir an dem Punkt, wo es aufwärts geht. Nach dem Spiel gegen Satrup kam ich ja auf die glorreiche Idee, Fitnesstraining zu machen, und zwar Maximalkraft für die Beine. Und zwar am Montag, das heißt 2 Tage nach dem Ligaspiel. Dabei habe ich mich leider verletzt beim Squatten mit Langhanteln und Gewicht. Das ist sehr traurig und ich hoffe, dass ich ja zum Anfang der Vorbereitung im Winter wieder dabei sein kann, weil dann hat sich das auch 3-4 Monate gezogen. Und das reicht dann langsam mal. Ja, er ist sehr stark, hat er begonnen. Also er ist immer lautstark gewesen. Er war mit in der Vorbereitung und den ersten, ich weiß nicht, wie viele Ligaspiele er gemacht hat am Anfang, ob es 3 bis 5 waren, rate ich jetzt einfach mal. Da war er sehr präsent und lautstark und er ist ein wichtiger Faktor an sich und passt zu Stern, gerade mit seiner Lautstärke. Weil wir nicht viele haben, die quasi lautstark reden. Und er hat uns da sehr geholfen und ich hoffe, er wird wieder schnell gesund und ist dann wieder bei uns auf dem Platz. Im Heimspiel gegen den Büdelsdorfer TSV kann Grün-Weiß nicht an die vorherige Leistung anknüpfen. Im Gegenteil, mit 3 Gegentoren blamiert sich die Mannschaft vor einem sichtlich erschrockenen Heimpublikum. 3-0 zu Hause, das tat mir besonders leid für die Fans, Zuschauer und das ganze Orga-Team, die alles jedes Mal hier für uns vorbereiten. Und dann spielen wir gegen Büdelsdorf so ein Spiel. Danach war ich dementsprechend sehr, sehr bedient. Aber dennoch habe ich halt eben nicht so gedacht, dass es so weitergeht. Ich war mir schon sehr, sehr sicher, dass wir irgendwann den Bock umstoßen und
auf jeden Fall richtig, richtig viele Punkte holen. Ja, das Spiel gegen Büdelsdorf, das war eine Katastrophe. Wir hatten alle gedacht, dass wir da die ersten oder die nächsten Punkte wieder einfahren können. Und das war der Tiefschlag der Saison. War ein Scheißspiel. Wir waren eigentlich besser drin von Anfang an. Haben dann aber gleich das Gegentor gekriegt und ich glaube dann auch das zweite. Also, der Gegner war okay, aber wir waren eigentlich deutlich besser und haben das Spiel am Ende irgendwie aus der Hand gegeben. Und haben uns nicht die richtig zwingenden Torchancen erarbeitet und dann haben wir das Spiel einfach 3-0 verloren. Ich habe uns nicht nur in Büdelsdorf. Büdelsdorf war nochmal so das Spiel, wo ich gedacht habe, ja okay, wenn wir das, sage ich mal, erfolgreich gestalten, dann kann das eben so ein Spiel mit so einer Initialzündung sein. Aber im Grunde die Leistung zuvor, die ja einfach nicht, erstmal nicht klassentauglich waren, aus meiner Sicht zumindest nicht. Da habe ich gewusst, also wenn sich nicht was ändert, bald was ändert oder so, dann werden wir den Abstiegskampf haben. Und den hatten wir schon recht frühzeitig eigentlich. So muss man es sagen. Naja, also wir saßen halt dann unter der Woche nach dem Training mit dem Mannschaftsrat, mit dem Trainerteam natürlich, den Betreuern und auch Ulf zusammen. Ja, die Trainer haben dann gefragt, woran es hapert, also jetzt aus Sicht des Mannschaftsrates. Ich glaube, jeder hat dann einmal seine Meinung dazu geäußert. Ja, und haben dann so überlegt, was wir verbessern können und wie wir jetzt die nächsten Wochen angehen wollen. Und ja. Zufrieden kann man, wenn man auf die Tabelle schaut, natürlich jetzt noch nicht sein. Wir haben uns ein bisschen mehr erhofft, aber gegen Geest spät verloren. Das hängt uns noch ein bisschen in den Knochen. Und dadurch haben wir das Selbstvertrauen bisher noch nicht bekommen und sind nicht zufrieden. Also ich erwarte einen starken Gegner mit Wut im Bauch, der zeigen will, was in ihm steckt, mit starken Offensivspielern und der uns alles abverlangt, wenn wir hier heute was mitnehmen wollen. Das wird schwer für uns. Ja, ist natürlich immer cool, gegen alte Bekannte oder auch so nähere Verwandte wie Hannes zu spielen. In dem Spiel war es halt leider so, dass wir halt beide erst spät eingewechselt wurden, aber es war trotzdem cool. Mal so, wir kennen das gar nicht, dass wir gegeneinander spielen. Haben eigentlich fast unser ganzes Leben lang zusammengespielt. Oder auch alte Teamkameraden wie Nicole Lehmann, der an dem Spieltag ja leider auch nicht dabei war. Aber sowas ist immer aufregend und ja, macht auf jeden Fall super Spaß. In der zweiten Hälfte übernimmt der TuS Rotenhof das Kommando. Nach Zuspiel von Moritz Gersteuer erzielt der gerade zuvor eingewechselte Niklas Knutzen in der 67. Minute den Siegtreffer. Zehn Minuten vor Schluss bekommt Marvin Hems auf der Bank sitzend gelb-rot. Mit der kuriosen Begründung, dass nur zwei Personen in der Coaching-Zone stehen dürfen. Ja, Rotenhof ist so eine Sache tatsächlich. Also ich habe ja 60 Minuten von Anfang an gespielt oder 60 Minuten gespielt, gestartet, wurde dann ausgewechselt und habe mich dann zweimal, war ich mit der Entscheidung des Schiedsrichters nicht so ganz zufrieden. Wobei man dazu auch sagen muss, beim zweiten Mal, ich habe nichts gesagt und habe einfach nur fürs Aufstehen eine gelbe Karte bekommen. Das sage ich immer noch, das ist keine gelbe Karte. Also schwierig. Ach ja, das war ja ich. Ich hab zum Linienrichter gesagt, das war eine Ecke. So. Was auch dann ja eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, aber in dem Moment muss man mit seinem Frust ja auch irgendwo hin. Und auch ich bin halt eigentlich gar kein Fan davon, wenn man gegen die Schiris oder gegen die Schiedsrichter wettert. Aber ich fand, in dem Spiel haben sich halt die Sachen oder die Fehlentscheidungen summiert. Und da dann mal zu sagen, das war ein Eckball und auch noch den Gegenspieler zu fragen, sag mal, liege ich hier falsch? Und wenn der einem noch besteht, ist ein Eckball. Das dann dem Schiedsrichter oder dem Linienrichter zu sagen, ist, denke ich, in Ordnung, dass der daraufhin
die Akustik so falsch deutet, dass er der Meinung ist, dass dieses Appell kam jetzt von der Auswechselbank. Das finde ich ist schwierig. Also dann auch nicht mit sich zu reden lassen, fand ich persönlich nicht so gut. Insgesamt hat die Mannschaft genau das umgesetzt, was wir uns überlegt hatten. Rückblickend war es vielleicht etwas zu ängstlich. Wir wollten sehr stabil in der Defensive sein und wären auch mit einem 0:0 zufrieden gewesen, weil wir einfach die Baustelle im Angriff doch etwas später bearbeiten wollten und wollten erstmal die Defensive stärken. Das haben wir auch gut hingekriegt, aber Rotenhof hat ihre einzige Großchance verwertet und damit haben wir das Spiel 1:0 verloren. Auch gegen den Husumer SV gibt es trotz großem Kampf keine Punkte zu holen. Ich glaube, es gibt jetzt keine Mannschaft, die sagt, so haben wir uns das vorgestellt. Aber ich fand das jetzt geil. Ich fand es, ja, gab natürlich Leute, die das sie an sich rangelassen haben, aber ich habe eigentlich sowieso bis zu unserem ersten Sieg immer nicht auf die Tabelle geguckt, weil ich weiß, wenn ich das mache, dann wird es mich auch belasten. Aber in der Situation war ich jetzt gar nicht so tief traurig, weil ich wusste, wir haben denen ja Paroli geboten und ich bin der Meinung, die waren zu dem Zeitpunkt und sind sie jetzt ja auch noch nach wie vor Tabellenführer und gegen den Tabellenführer zweimal in Führung zu gehen, ist ja erstmal, darauf kann man ja aufbauen. Und das wäre der falsche Ansatz gewesen, jetzt da schwarz zu sehen. Ja, das Spiel gegen Husum war auch wieder eine sehr gute Leistung unsererseits, meiner Meinung nach. Ich meine, die waren Tabellenführer zu dem Zeitpunkt. Und wir sind in Führung gegangen, sogar zweimal. Und haben uns am Ende trotzdem nicht belohnen können. Und dann natürlich nach so einer guten Leistung gegen so einen guten Gegner dann auf dem letzten Platz zu stehen, das war schon schmerzhaft, also schwer zu verdauen. Ja, wir haben gezeigt, dass wir mit den großen Mannschaften mithalten können. Wir haben in Satrup und auch gegen Husum gezeigt, dass wenn wir wissen, wir müssen an unser Limit gehen, dass wir es abrufen können und dass wir dann auch starke Spiele auf den Rasen bringen. Aber in beiden Spielen, in Satrup wie auch gegen Husum, fehlten eben Nuancen. In Satrup haben wir 200-prozentige jeweils zum 1:1 liegen gelassen. Gegen Husum führen wir 2:1 bis zur Schlussviertelstunde und bringen uns dann mit einem dusseligen Handelfmeter gegen uns eben auf die Verliererstraße und Husum ins Spiel zurück. Ergebnisse waren bitter, Leistungen waren wirklich so, dass man stolz drauf sein kann. Also ich habe es absolut nicht bereut, zu Stern zu kommen, weil das Team hat mich super gut aufgenommen. Wir haben eine super Vorbereitung, also das Training gut aufgenommen. Die Spiele waren natürlich, wie schon gesagt, nicht so gut. Aber ich habe es nie bereut, absolut nicht. Die Niederlage gegen den Husumer SV war für IF Stjernen Flensburg die vierte Pleite in Folge und ließ den Landesligisten auf den letzten Tabellenplatz abrutschen.